Servus Leute, zurück in Marcel's Kitchen und heute werde ich euch zeigen, wie man einen leckeren Teriyaki-Soße macht. Die habe ich vor ein paar Wochen entdeckt und zurzeit nutze ich das wirklich auf so viele meiner Gerichte, auf meinen Wings, meinen Chicken Strips in einem Wok. Und einige meiner Freunde haben gesehen, dass ich ein paar Bilder von diesen Gerichten gepostet habe auf Instagram und mich auch gefragt haben, wie mache ich diese Soße? Heute zeige ich euch, wie das geht. Es ist so vielseitig, so lecker. Let's go! Also für die Soße brauchten wir 125 Milliliter braune Zucker, die habe ich schon ausgemessen. Dann brauchen wir eine Tasse 250 Milliliter Sojasauce. Dazu 3 oder 4 Knoblauchzehen, ein Stück frischem Ingwer, die wir reiben werden, 2 Esslöffel Apfelessig, 2 Esslöffel Öl. Ich habe hier einfach Sonnenblumenöl. Ich denke, offiziell bräuchte man Sesamöl, aber ich habe es mit Sonnenblumenöl probiert. Einwandfrei. Und dann 3 bis 4 Esslöffel Speisestärke, um das alles ein bisschen zu verdicken später. Also die Soße werden wir aufkochen. Ich habe meinen Herd auf 7. Einfach erstmals den Zucker rein und Sojasauce, wobei ich glaube, das reicht eigentlich perfekt von der Menge vom Sojasauce. Sogar fast ein bisschen zu viel. Sehr gut. Apfelessig. Zwei Esslöffel. Und dann auch das Öl. Kurz umrühren, damit der Zucker sich gut löst. Und in der Zwischenzeit kann ich dann einfach meinen Knoblauch und den Ingwer muss ich erstmal schälen und das auch dann reinpressen. Der Ingwer kann man mit einem feinen Messer schälen, aber ich finde eigentlich auch mit einem so Kartoffelschäler funktioniert es eigentlich groß und ganzen ganz gut. Wenn ein kleines bisschen vom Ingwerhaut hängen bleibt, so wie hier, finde ich nicht, dass es wirklich was Großartiges ausmacht. Und dann hier mit der Reibe, denke ich, eignet sich am besten, kann man einfach schön den Ingwer reiben und dann reintun. There we go. Das geht da rein und das bleibt viel hier innen drin hängen. Das muss natürlich auch alles rein. Und dann muss das alles nur aufkochen und dann werden wir das einfach ein bisschen reduzieren und köcheln lassen für ein paar Minuten. Okay, sobald es köchelt, wir wollen nichts verbrennen oder so, werde ich einfach die Hitze so auf 2 reduzieren und dann nochmal nur für ein paar Minuten köcheln lassen. Vielleicht sogar 1 wird reichen, denke ich mal. Ich denke, 1 reicht. So, das köchelt im Hintergrund und jetzt hier habe ich keine Milch, sondern habe die Speisestärke mit ein bisschen kaltem Wasser vermischt, weil wenn man die Speisestärke einfach gleich... Jetzt habe ich es ein bisschen zu lange reingelassen. Wenn man die Speisestärke einfach so in die Soße reintut, dann klumpt es. Deswegen muss man es mit ein bisschen Wasser vermischen und dann eigentlich gleich rühren, weil ich habe es jetzt nicht gleich gerührt und jetzt hat es ein bisschen verklumpt unten, aber jetzt habe ich das ganz gut und einfach dann schön mischen und dann werde ich das jetzt einfach gleich hier drüben reingießen. Mischen. Noch eine Minute köcheln lassen und dann ausmachen. Und da haben wir es. Sieht ganz gut aus. So, da haben wir es. Ein wichtiger Punkt mit der Speisestärke. Ein bisschen Geduld haben, wenn ihr es eingerührt habt, dass es nicht sofort dicker wird. Erstens,
ist die Soße sehr heiß. Zweitens, es braucht ein bisschen Zeit. Ich weiß, ich bin oft ungeduldig, tue meine 3 Esslöffel Speisestärke da rein, warte 30 Sekunden, ist es nicht sofort dicker, dann tue ich noch mehr Speisestärke rein und auf einmal habe ich irgendwann mal einen riesen Klumpen. Das ist nicht so schlimm, weil man kann es einfach dann ein bisschen mit Wasser verdünnen, dann wird die Soße ein bisschen dünner, aber es ist auch nicht optimal. Also ein bisschen Geduld mit der Speisestärke. Man kann immer noch mehr dazugeben, wenn die Soße abgekühlt ist, falls man der Meinung ist, dass es zu dünn ist. Diese Soße kann man wirklich überall verwenden, deshalb liebe ich es so gern. Ich verwende es wirklich in die Küche von alle Soßen momentan am meisten. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Falls ja, vergesst nicht auf Like und Abonnieren zu klicken. Bisschen Teriyaki-Sauce auf eure Gerichte demnächst hoffentlich in euer Kitchen auch. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Kitchen.